Liebe Freunde, wir sind zurück bei Imperialismus 2 im Jahr 1785 in diesen schwierigen Krieg gegen Frankreich verstrickt. Wir machen jetzt Gott sei Dank einen Angriff auf Iroquois. Ich hoffe, wir nehmen diesen französischen ein. Aber ich glaube, ich habe die Zivilisten hier noch nicht bewegt. Den brauchen wir im Moment nicht. Da war ich mir unsicher, ob ich hier weiter ausbauen soll. Werden wir mal keine Anweisung machen. Den schicken wir zurück nach England. Für den habe ich im Moment keinen Zweck. Gleise können wir von mir aus erstmal weiterbauen. Hier ebenso, da können wir nichts entwickeln, beziehungsweise vielleicht bauen wir im Mutterland was aus. Das erscheint mir besser. Sag mal, das sind doch auch Landeaktionen hier, oder? Ne, das ist eine Blockade. Da haben wir eine Landung. Noch in Yorkshire, die wir noch nicht beachtet haben. Oh, das ist nochmal wichtig. Gut, bauen wir hier nochmal das Getreide aus und... Dann würde ich sagen, bringen wir die neue schwere Artillerie nach Yorkshire. Und teilen hier vielleicht nochmal was auf. Bringen hier... In Devon brauchen wir nicht so viel. Bringen wir hier noch die drei Truppen ebenfalls dahin zu verteidigen. So, ihr sollt hier sowieso stehen bleiben zum Ausruhen. Hier bräuchten wir auch wieder eine Artillerie mehr. Gut, was machen wir mit euch? Gibt es noch einen sinnvollen Einsatzort? Ihr seid ja nach wie vor angeschlagen. Nein, dann erholt euch auf jeden Fall. Genau. So, dann hoffen wir mal, dass das hier gut geht. Das ist jetzt echt wichtig. Die Sachen hatten wir gemacht. Das ist in Ordnung. Dann lasst uns angreifen. Sehr schön. Und hier ist tatsächlich kein Widerstand mehr. Wunderbar. Plänkler setzen wir nach vorne. Der ist schon angeschlagen. Okay, noch angeschlagen. Die leichte Artillerie bringen wir hier hin. Sind auch nur vier diesmal, aber das sollte trotzdem klappen. So, wir bringen sie erstmal wieder maximal nach vorne, soweit es geht. In gewohnter Weise. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Oh, er kommt uns sogar schon entgegen. Das ist ja freundlich. Dann werden wir mal versuchen, erstmal diese Kanone auszuschalten. Beide schießen. Gut. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich weiß nicht genau, wie weit ich vorgehen muss, um die zu erreichen. Vielleicht brauche ich nur einen... Beziehungsweise, die könnte ich ja auch mit denen erledigen. Ja, genau. Wunderbar. Dann kriegen wir das auch anders hin. Okay, das ist jetzt sehr erfreulich gelaufen. Weil auf diese Weise konnten wir... Eine leichte Artillerie des Gegners vernichten, die uns sonst ziemlich geärgert hätte. So, ich glaube, hier brauche ich nichts mehr machen. Die sterben. Und wir haben tatsächlich diese wichtige Provinz erobert. Und endlich kommen unsere überlegenen Schiffe auch zum Einsatz. Hier eine gegnerische Galeone oder was auch immer das ist, ist gesunken. Ja, genau. Das ist gut. Voll erwischt. Und hier kam es zu einer Schlacht... Die leider... Oder hätte ich erwartet, dass unsere Schiffe doch deutlich mehr Schaden machen können. Aber vermutlich sind die Gegner so schnell, konnten sich der Sache entziehen. Das war der Erfolg. Damit haben wir jetzt mal gut zurückgeschlagen, würde ich mal sagen. Okay. Insofern haben wir auch unseren Handel eigentlich wieder, glaube ich, geschützt und intakt. So. Zuschüsse verbessern weiter die Beziehungen. Feinde bedrohen unsere Grenze in Utrecht. Und, ach du Schreck, so viele Landungen. Yorkshire, Bergenhus, Mohawk, Newark, Mounted Knee. Oh, Leute, da müssen wir aufpassen. Und diverse Flottenarbeiter sind unbeschäftigt. Okay, jetzt mal der Reihe nach. Erstmal gucken wir uns an, wo jetzt wirklich Landungen starten. Hier oben, hier, die in Devon ist abgebrochen. Das heißt, hier brauchen wir einfach nur umdisponieren. Allerdings, wir müssen in Trondheim dafür mehr verteidigen, das ist klar.
Was ist denn hier? Es droht auch eine Landung, wie es aussieht. Und hier unten und dort. Oh mein Gott. Das sind alles nur kleine Sachen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir müssen es irgendwie halten. Und hier... Ja... Also hier müssen wir natürlich zurückziehen. Hier müssen wir allerdings auch weiter angreifen. Wir müssen einiges. Ich würde mal sagen, mit... Tja, teilen wir uns jetzt auf. Das können alles nur wenige Truppen sein, die hier kommen. Ne? Also klar ist, wir müssen Irland einnehmen, das ist klar. Wie ist jetzt hier der Zustand der Truppen? Ich würde mal sagen, wir teilen uns ein bisschen auf. Wir nehmen zwei leichte einfach nur mit. Und die leichte Infanterie. Den General vielleicht. Die nehmen wir mit und marschieren, greifen Irland an. So. Die restlichen Truppen aus Iroquois gehen nach Mohawk und versuchen die Landung zu verhindern. Okay. Soweit so gut. Dann haben wir was hier noch? Wir haben noch hier zwei andere Landungen. Oh Mann, 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 Mann. Gut, hier unten haben wir ja auch noch Einheiten. Die müssen wir jetzt so aufteilen, dass sie möglicherweise da standhalten können. Die gehen dann hier nach New York. Und die gehen hier Wounded Knee. So, wir hoffen, dass das reicht. Bei ihm weiß ich immer noch nicht. Soll ich jetzt hier weiter ausbauen? Eigentlich ist das nicht nötig. Das ist Verschwendung. Wir werden mal wieder keine Anweisungen geben. Hier hast du jetzt auf Level 2 gemacht. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Das ist die einzige, wo das wirklich nötig ist. Wir könnten sogar auf vor 3 aufstufen. Wisst ihr was? Das machen wir auch. Weil das ist wirklich ein Schlüsselpunkt. Wenn wir das bereinigt haben, können wir hier oben das super gut halten. Mit sehr wenig Truppen. Also vor 3. So, dich wollte ich einfach in den, ja, in den Schlaf schicken. Gut, hier bauen wir weiterhin im Mutterland weiter aus. Ich denke, die Strategie ist richtig. Bringen wir mal alles hier auf Level 2. Was wir natürlich noch machen können, wir können jetzt die Gewürze noch ein bisschen aufbessern, um unsere... Ach nein, die Goldgeschichten, genau, das ist ja jetzt möglich. Durch die Technologie, das hatte ich ganz vergessen. So, und jetzt wird es aber interessant, weil jetzt müssen wir hier ja auch noch mehrfach verteidigen. Einmal hier und einmal dort. Und es würde sich eigentlich anbieten, die Truppen aus Devon... direkt oben nach Bergen Hoos zu bringen. Während die hier in Yorkshire einfach stationiert bleiben und das hier abwehren. Genau. Und die 5, die werden jetzt... Warte mal, hier ist immer noch ein Upgrade nötig und möglich. Das werde ich auch noch machen. Die werden jetzt hier hin und versuchen, die Flotte zu erledigen. Tja, und jetzt ist die Frage. Also wir müssen natürlich unseren Handel schützen. Jetzt ist... Wer blockiert das hier eigentlich? Was ist das für eine Teilblockade? Das sind möglicherweise hier Blockaden. Das könnte gut sein von den Schiffen, die hier drüben zu finden sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde natürlich gerne da ein bisschen für Ordnung sorgen. Können wir unsere Flotte noch weiter teilen? Das ist die große Frage. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, hier nur 3 Linienschiffe zum Patrouillen zu haben. Ich glaube, die Franzosen haben nicht so wirklich viele gute, große Schiffe. Und mit 2 dann woanders noch ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Also machen wir das mal so. Die 3 schicken wir raus. Und mit den beiden werden wir hier mal rüberfahren und versuchen, unsere Küsten sauber zu halten. Okay, dann haben wir zumindest alle Einheiten hier zu weit bewegt. Gucken wir hier an, können wir hier irgendwas Sinnvolles anders machen?
Nee, ich kann ja hier nichts verändern. Ach so, mir fehlen... Nee, das ist auch gefährdeter Seetransport. Mir fehlen natürlich ja die Handelsschiffe. Genau, das war das große Ding. Das habe ich jetzt ein bisschen aus den Augen verloren. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich muss jetzt erstmal Arbeit frei machen, gewissermaßen. Und dann gucken wir mal, was wir hier an Einheiten... Große Handelsschiffe, da haben wir sie. Holz kostet das. Eisen ist kein Problem, das ist auch kein Problem. Okay, ich würde mal sagen, drei müssen wir auf jeden Fall nochmal neu bauen. Das erscheint mir ganz wichtig. Und wir werden noch eine leichte Artillerie nachbauen. Genau. So, und wir müssen auf jeden Fall nachrekrutieren, deswegen hole ich zwei weitere neu dazu. So, zwei sind krank durch falsche Nahrung. Wir können jetzt aber erstmal wieder hier produzieren, zumindest vier. Ja, das ist alles jetzt so ein bisschen halbe Flamme, aber das muss reichen. 7,3. Holz. Okay. Das scheint mir okay zu sein. Mal kurz der Zwischenstand. Wie sieht's aus mit Irland? Schaut mal. Ach nee, hatte ich gedacht, das war nur unsere eigene Beziehung zu uns selbst. Ja, es geht langsam voran. Ja, wir können halt auch nur noch 1000 bezahlen. Das ist das Problem. Da geht's eben deutlich langsamer. Gut, hier ist alles gut. Dann schauen wir doch mal, was die Aktionen jetzt bringen. Ach so, wir müssen mal gucken. Wir waren doch auch hier irgendwie bedroht aus... Aus was denn? Aus Seeland? Ne, aus Utrecht. Aber das bringt mich jetzt nicht wirklich in Bedrängnis. Hier können wir vielleicht in der übernächsten Runde schon wieder attackieren. Wenn ich mir das so anschaue. Ach, wisst ihr was? Wir müssen diese Sachen durchaus befestigen. Dafür brauchen wir die Leute, die wir jetzt hier stillgelegt haben. Der muss nach Amsterdam. Das hätte ich gleich mal machen sollen. Wir brauchen da wieder Level 1 Festung. So, okay, es geht weiter. Frankreich bettelt um Frieden. Ja, nee. Also, jetzt geht's ja um die Wurst. Na sowas. Das geht ja gar nicht. Lehnen wir ab. Das ist natürlich schon ein ganz gutes Zeichen. So, Sieg auf See. Ah, endlich gekapert. Erfolgreich. Sehr gut. Was ist hier passiert? Sieg ohne Gegenwert. Wir haben die Franzosen hier aus den Kolonien vertrieben. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Damit haben wir jetzt hier richtig einen freien Rücken und können uns hier auf die Verteidigung dieser Landprovinz konzentrieren und müssen einfach immer eine schnelle Eingreiftruppe haben, um hier unten hin und her zu disponieren, wenn die mit Flotten kommen. Das ist eine richtig gute Entwicklung, Leute. Das freut mich ja. So, Zuschüsse verbessern. Seeland sind Gegner, okay. Leichte Artillerie haben wir. Neue Handelsschiffe, das war wichtig. Feindliche Truppen in Bergenhus, Mohawk und New York. Das ist nicht so schlimm, da haben wir schon eine Verteidigung. Okay, und wir sollen aufs Meer schauen. Da sind diverse Flotten und Arbeiter sind unbeschäftigt. Gut, prima. So. Das heißt jetzt, unsere andere Einsatzarmee... Warte mal, wo... Der fehlen jetzt Artillerie. Genau, die hatten wir hier geteilt. Das war das Ding. Wo sind denn jetzt noch Gegner? Also, hier ist einer. Wie sieht es hier oben aus? Sind da eigentlich wirklich noch Truppen in Texcoco? Vermutlich noch sehr, sehr wenige nur. Aber ich will hier ungern was abziehen. Also, hier wird gelandet. Hier wird gelandet. Und hier unten nicht mehr. In Wounded Knee. Das ist gut. Dann können wir die Truppen, die wir dorthin gezogen haben. Was sind das denn für Einheiten? Die habe ich ja irgendwie total vergessen. Ja, hervorragend. Die können wir ganz, ganz gut gebrauchen. Die bringen wir nämlich jetzt nach Mohawk. Ebenso wie die Truppen aus Wounded Knee. So. Gut, sehr schön. Hier haben wir irgendwas bekommen. Was ist denn das für ein Schiff? Das ist... Ich weiß gar nicht, was ist das? Ist das ein Handelsschiff? Eine Galeone?
Wir graden sie mal ab. Ah, das ist ein großes Handelsschiff. Ja, hervorragend. Das können wir wirklich gut gebrauchen. Das nehmen wir dann zurück. Schicken es in den Hafen, wo es ja repariert werden kann. Und das ist hier unsere Eingreifflotte, so nenne ich sie mal. Ja, sie erreicht sogar hier die Gegner. Mal gucken, ob die zwei Schiffe es hinkriegen. Ist vielleicht ein bisschen riskant. So, bei dir weiß ich auch noch nicht, immer noch nicht, was wir hier machen. Hier bauen wir definitiv eine Stufe 1 Festung. Und hier bauen wir weiter in der Heimat die Strukturen aus. Die leichte Artillerie, die kommt hier hin nach Amsterdam. Um unsere Angriffseinheit zu stärken. In Bergenhus bleiben wir hier defensiv, weil der Gegner hier anlanden will. Ja, und das ist eigentlich unsere zweite Angriffsarmee, die wir wohin bringen jetzt? Das ist die große Frage. 4. Ja, genau. Ich denke, wir werden sie im Moment auch nach Amsterdam bringen, weil von dort werden wir dann weiter offensiv agieren. Hier, glaube ich, halten wir das jetzt mit eigenen Kräften. Oh Mann, man darf hier wirklich nichts aus den Augen verlieren. So, New York verteidigen wir mit den Einheiten. Da trauen sie sich offenbar nicht. Und hier haben wir 3 neue Handelskapazität. Das haben wir also wieder kompensiert. Sehr schön. Und hier, wo finden wir hier noch den Gegner? Dort oben. Prima. Dann kriegt der dort oben Ärger. Ja. Sehr gut. Dann stellen wir hier nochmal die letzten Sachen ein. Es ist hier immer noch, sind hier Dinge bedroht. Allerdings können wir das jetzt wieder komplett erstmal, so wie wir das wollen, hochdrehen. Oh, das ist ein gutes Gefühl. Hier brauchten wir es nicht. Hier können wir es ein bisschen machen. 10 haben wir noch frei. Zinn brauchen wir auf jeden Fall. Oh, 12 Zinn. Jetzt fehlt uns tatsächlich nach wie vor Kapazität. Hätte ich ja nicht erwartet. Müssen wir noch ein Handelsschiff bauen? Man hat uns da, glaube ich, ganz schön viel weggeklaut. Oh ja, hier. Eieiei. Warte mal, was haben wir an Ressourcen? Noch viel Kohle. Kohle brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Wir haben auch noch viel Bäume. Die brauchen wir auch nicht transportieren. Gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen... Das hier ist ja auch wichtig. Das muss zuerst hier hochgestellt werden. Das ist okay. 59 ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Das brauchen wir auch ganz dringend alles. So. Irgendwo wird jetzt schon Bronze hergestellt. Das ist gut. 8 haben wir jetzt noch offen. Dann machen wir das hier. Okay. So weit, so gut. So. 2 kriegen immer noch falsche Nahrung. Das sollte sich aber... Tabak ist schon wieder knapp. Und Zucker fehlt auch noch. Also ist alles noch nicht so richtig im Lot, aber das langsam aber sicher kommt es wieder in Gang. So, Bronze. Das ist gut, dass wir so viel herstellen, das auch. Papier brauchen wir nicht so viel. Hier haben wir nicht das Material. Das ist das Problem. Dann würde ich sagen, lieber noch mehr Bretter. Oder? Wartet mal. Wir haben doch... Ja genau, wir haben wieder Kapazitäten. Wir müssen noch mehr Handelsschiffe haben. Wir haben gesehen, das reicht tatsächlich nach wie vor nicht. Also werden wir nochmal 2 dazu holen. Dann müssten wir Ruhe haben, denke ich. Und wir brauchen wieder 2 neue. Okay, damit geht langsam Stoff und Bauholz alle. Aber das kriegen wir hin. So, liebe Leute. Also, ich bin ganz vorsichtig optimistisch. Die Franzosen haben schon um einen Frieden gebettelt. Das heißt, sie haben schwere Verluste erlitten. Sie können, glaube ich, jetzt nur noch Nadelstiche machen, aber keinen wirklich substanziell schwerwiegenden Angriff fahren. Das ist eine gute Situation. Wir haben jetzt, das ist das, was ich wollte, 2 starke Angriffsarmeen hier auf dem Festland. Und mein Ziel ist es jetzt, dass wir systematisch hier diese ganzen eher schwach verteidigten Provinzen aufrollen und uns auf diesem Weg in Richtung Sieg vorarbeiten. Und wir gucken uns wie immer am Schluss nochmal den Status an. Die allgemeine Rangordnung. Wir sehen, wir liegen vor Frankreich. In Politik ebenso.
Außenpolitik ebenso. Militärische Stärke sind wir auch leicht vorne. Da frage ich mich, wo hat Frankreich denn, wo ist denn diese ganze Stärke? Ich meine, wenn ich mal vergleiche, was ich jetzt hier habe, was ich von Frankreich gesehen habe, zählen möglicherweise die ganzen Festungskanonen damit rein. Da haben sie sicher einiges. Handelsmarine will ich deutlich überlegen. Überseeexporte auch. Industrie auch. Arbeitskräfte auch entsprechend gut. Technischer Fortschritt sind wir gleich auf, wie es aussieht. Ja, eine Sache könnte uns allerdings noch ein Problem bereiten. Das will ich ganz offen sagen. Wenn Spanien sich einmischt. Spanien könnte zum Beispiel jetzt Folgendes machen. Sie könnten Irland angreifen. Und dann ist halt die Frage. Ich glaube, ich weiß hier nicht, ob ich in der Lage wäre, Irland zu verteidigen in so einem Fall. Ob ich jetzt einen Drei-Fronten-Krieg oder Zwei-Fronten-Krieg oder was auch immer hier fahren könnte. Das würde knifflig werden. Da würde ich auf jeden Fall sehr, sehr stark darüber grübeln, ob ich dann Irland helfen würde. Wobei natürlich die fünf Provinzen sehr, sehr verlockend sind. Andererseits, man könnte hier das gleiche Spiel machen. Man müsste Spanien hier rauskicken. Hätte hier nur eine Landverbindung, würde das... Das würde übrigens dafür sprechen, dass wir diese Provinz da doch mit einem Zweier vorbesetzen, für diesen Spanien-Fall sich zu schützen. Wartet mal, das, bevor ich das vergesse, mache ich das vielleicht gerade. Wenn wir das können, zurücknehmen. Ja, wir können die Zweier machen. Dann machen wir das hier. Dann sind wir hier vorbereitet, falls es doch mal kritisch gegen Spanien wird. Ja, und dann... Man könnte sich auf dem gleichen Weg hier irgendwie verteidigen. Es wird knapp. Es würde knapp werden. Na gut, so ist der Stand der Dinge. Die Franzosen 29 Provinzen, wir 26, die Spanier 23. Und wirklich, die große Frage ist, was machen die Spanier? Das werden wir dann mit Sicherheit in der nächsten Staffel sehen. Es bleibt nach wie vor spannend. Also wirklich, ich bin immer wieder erstaunt, macht einen großen Spaß und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Also bis dann, macht's gut, euer Steinballen.